Hallo meine Fugan-Freundinnen und Freunde, heute zeige ich euch, wie ich bei Amazon-Bestellungen mit einem kleinen Trick noch zusätzlich Geld sparen kann. Ich nutze ja gerne einen 10-Euro-Coupon, den ich mir mit meinem Bing-Konto verdiene. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, könnt ihr gerne mal in meinem Kanal nachschauen. Durch meine täglichen Suchen und Nachrichten lesen, sammle ich Punkte und bekomme dann, sobald ich 15.000 Punkte zusammengesammelt habe, einen 10-Euro Amazon-Gutschein. Den benutze ich dann ganz häufig für Bestellungen. Das habe ich jetzt ausnahmsweise nicht getan. Und ich habe mir neues Shampoo bestellt. Das zeige ich euch jetzt einmal exemplarisch. So, und wie ihr sehen könnt, gibt es aktuell ganz viele Rabattmöglichkeiten. Und das ist nämlich der Trick. Ihr schließt ein Abo ab bei Amazon. 20% Rabatt gibt's. Genau dieses Shampoo habe ich mir bestellt. Das ist jetzt übrigens keine Werbung. Nutzt das Shampoo, das ihr möchtet. Ich nehme das, weil Alexander Bär, vielleicht kennen ein paar den, bei YouTube das empfohlen hat. Und ich muss sagen, mit seinen Empfehlungen bin ich bis jetzt immer sehr gut gefahren. Deswegen nehme ich jetzt dieses Shampoo. So, wie ihr sehen könnt, bei Amazon kostet 250 Milliliter 3,95 und dann habe ich mal das bei Rossmann eingegeben, wo ich gerne Shampoo kaufe und dann gibt es dieses Shampoo für 3,99. Also 4 Cent mehr. Das lohnt sich nicht wirklich und wenn ihr auch einen 10% Rabatt-Coupon einlöst, seid ihr dann bei 3,59 € tatsächlich. Das heißt, mit so einer kleinen Flasche wärt ihr im Rossmann günstiger. Ich nehme jetzt aber ganz gerne die 950 ml Flasche und habe dann ein Abo abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, 10,31 € würde das kosten. Und mit der Spar-Abo-Aktion, die ich dann hier unten anklicke, bin ich nur noch bei 9,79 € tatsächlich. Ihr könnt dann die Menge einstellen, die ihr bestellen möchtet und den Lieferintervall. Da nehme ich in der Regel den höchsten Zeitraum, weil ich dieses Abo gar nicht wirklich nutzen möchte. Genau, dann sage ich jetzt einrichten, dann kommt das in meinen Warenkorb hinein. Und ihr könnt sehen, 9,79 € kostet mich das Ganze. Gut. Jetzt gehe ich einmal zurück. Genau. Ich nehme dieses Abo dann, bestelle das Ganze und spare damit schon mal wesentlich mehr, als wenn ich das im Laden kaufen würde. Ich habe es durchgerechnet, wenn ich also eine kleine Flasche kaufen würde im Laden und auf die Menge hochrechnen, bin ich bei über 13 €, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Und damit spare ich doppelt. Und ich spare auch Abfall. Ich mag einfach so große Sachen. So ein Pumpspender ist auch wirklich super, kann ich wirklich nur empfehlen. Auch wenn ihr Nachfüllflaschen kauft oder sowas, nehmt immer Pumpspender. Da könnt ihr es wirklich perfekt dosieren. So, gut, jetzt habe ich das bestellt. Ich bekomme das heute geliefert, deswegen mache ich dieses Video heute. Und was mache ich dann als allernächstes? Ich gehe auf mein Konto und meine Bestellung. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil da meine ganzen Daten hinterlegt sind. Und bei meiner Bestellung gibt es den Punkt meine Sparabos. Dort könnt ihr draufklicken und wenn ihr da genauer drauf klickt, bekommt ihr das Abo angezeigt und unten die Option bearbeiten. Und sobald ich den Artikel geliefert bekommen habe, storniere ich das Abo. Sofort. Manchmal verpasse ich das auch ein bisschen, deswegen nehme ich auch immer ganz gerne den höchsten Zeitintervall. Ist natürlich besser, das sofort zu machen, dann verschludert man das Ganze nicht und bekommt das dann nochmal geliefert. Das habe ich auch schon mal mit Proteinriegeln gemacht und damit Geld gespart und anderen Artikeln. Könnt ihr immer mal schauen. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, nutzt diese Spar-Abo-Aktion, insbesondere weil ihr nicht verpflichtet seid, tatsächlich dieses Abo zu behalten. Das reicht, wenn ihr das einmal nutzt und das könnt ihr auch immer wieder aktivieren. Tatsächlich, da habt ihr überhaupt keine Nachteile dadurch. Genau, ich könnte auch hier
zusätzliche Coupons nutzen. Das mache ich auch schon mal ganz gerne, wenn ich mehrere Sachen bestelle, dass ich dann schaue, dass ich mehrere Artikel bestelle. Genau, hier gibt es aktuell spare 5% beim Kauf von 4. Das mache ich jetzt gerade natürlich nicht. So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Habt keine Angst, keine Skrupel, solche Angebote zu nutzen. Ihr dürft halt nur nicht vergessen, wenn ihr das nicht wirklich für längerfristig haben möchtet, dieses Abo dann zu kündigen. Insbesondere, weil die Preise sich auch ja immer wieder ändern. Und so bekommt ihr auf jeden Fall immer die günstigste Aktion. Gut, wenn ihr auch mehr Videos von mir sehen möchtet, die in diese Richtung gehen, abonniert gern meinen Kanal, lasst ein nettes Video, lasst einen netten Kommentar gerne unter dem Video und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und wir hören uns bei meinem Monatsabschluss wieder, der ja Ende der Woche jetzt ansteht. Bis dann!